Heute wird es italienisch und zwar mit dem Rat des belgischen Radprofis Sander Amé, der bei der französischen World Tour Mannschaft Cofidis unter Vertrag ist. Die französische Mannschaft hatte zwar ihr Trikotdesign für 2022 grundlegend geändert, nicht aber ihren Radhauptsponsor, die italienische Firma De Rosa. Und ganz genau deshalb haben wir heute die Ehre, euch einen italienischen Luxusrenner vorzustellen. Und zwar, wie gesagt, das De Rosa Merak des belgischen Radprofis Sander Amé, der genau wie Max Walscheid zur Saison 2022 vom Team Kubeka zu Cofidis gewechselt hatte. Das Merak hat auf jeden Fall schon einiges an Tradition und ist seit über 20 Jahren im Renneinsatz. Auch dieses Jahr wieder bei der Tour of Oman, wo wir uns das Rad von Sander Amé geschnappt haben. Die Teamfarben in schwarz-rot gecheckt sehen auf jeden Fall fein aus und auch die Überhöhung, die Sander Amé hier fährt, macht einen edlen Eindruck. Verbaut am Rad sind die Corima WS Black 47 Laufräder und auch bei diesem Team wird geklebt. In der Kurve kleben nämlich die Michelin Power Competition in der 25 mm breiten Version fest auf dem Asphalt und verleihen dem belgischen Radprofi einiges an Grip. Wenn wir schon bei den Laufrädern sind, können wir auf jeden Fall auch noch auf die Scheibenbremsen zu sprechen kommen. Natürlich stammen die auch aus der Campagnolo Superrekord EPS Serie. Vorne 160 mm Scheibendurchmesser und hinten 140. Auch bei der restlichen Schaltgruppe handelt es sich um die schon lange auf 12-fach aufgerüstete Topgruppe aus dem Hause Campagnolo, der Superrekord EPS. Auch hier haben wir beim Team Cofidis wieder ein SRM-Powermeter verbaut. Ganz genau wie zum Beispiel am Colnago-Rad von Tadej Pogacar. Campagnolo und SRM, it's still a love story. Ebenfalls eine love story könnte die dicke Mühle von Sander Amé sein. 54,42 fährt der belgische Profi. Eieiei, da werden die Beine auf jeden Fall brennen. Die Kurbellänge beträgt 172,5 mm und die Pedale kommen von der Firma Look. Es sind verbaut die Keo Blade Carbon. Hinten wird es dann ganz im Gegensatz zu vorne wieder etwas standardmäßiger in Sachen Übersetzung. 11 bis 30 ist die Abstufung, die hier gewählt wurde. Heute machen wir mal eine kleine Ausnahme. Bevor wir uns Sattel und Sattelstütze zuwenden, springen wir ans Cockpit. Es fällt nämlich auf, wir haben kein PC8, also der Radcomputer aus dem Hause SRM. Nein, man setzt hier auf Tachos der Firma Wahoo beim Team Cofidis. Eine ungewöhnliche Kombination. Bleiben wir beim Cockpit, sehen wir, okay, hier wird auf FSA gesetzt. Wir haben einmal den 130 mm langen Vorbau, den FSA ACR und dann haben wir noch den 40 cm breiten FSA K-Force Lenker am Rad. Auffällig sind vor allem die Spacer unterm Vorbau, aber mit 36 Jahren tun beim Belgier vielleicht auch mal die Rückenwirbel weh. So, dann kommen wir zur Sitzgelegenheit von Sander Amé. Verbaut ist am Rad der Selle Italia Novus Evo Pro Teamsattel, bei dem auf jeden Fall der rote Strich auf der Nase zum restlichen Design des Fahrrads passt. Das würde auf jeden Fall auch Guido Maria Kretschmer positiv ins Auge fallen. Die Sattelstütze ist ein Eigenfabrikat aus dem Hause De Rosa. Hier gibt es nichts Spezielles zu sagen. Flaschenhalter und Flaschen kommen außerdem von der Firma Elite. Auch hier eine eher standardmäßige Kombination. Nicht standardmäßig sind natürlich wie immer die Individualmaße des 72 Kilogramm schweren und 1,89 Meter großen Sander Amé, der unter anderem auch schon eine Vuelta-Etappe für sich entscheiden konnte. Er sitzt auf 82 cm, die Sitzlänge beträgt 63 cm und das Gewicht des Rades ist 7,5 kg. Nach Angaben der Mechaniker selber wiegen dürfen wir nicht. Was wir allerdings durchführen durften, ist wie immer der Freilauf-Soundcheck. Ich bin gespannt, wie die Corima-Laufräder klingen und Abfahrt. Das war das Rad des belgischen Radprofis Sander Amé. Ich glaube, öfter als in diesem Video habe ich noch nie belgischer Radprofi gesagt. Ich hoffe, das hat euch allerdings nicht von dem schönen De Rosa Merak abgelenkt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ganz genau wie ich. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns wieder beim nächsten Probike.